Genau, stimmt. Okay, nochmal alles von vorne. Graue Mäuschen, die im Keller sitzen und nur mit Zahlen spielen oder mit irgendwelchen Paragraphen herumwerfen. Trocken und langweilig. Das sind ja häufig so die Vorurteile, wenn man über Steuern spricht. Das ist es absolut nicht. Tax ist nicht nur Steuererklärung machen und abgeben, sondern Tax ist auch umsatzsteuerliche Datenanalysen oder generell steuerliche Beratungen, auch im internationalen Kontext. Steuern sind im Endeffekt in jeder Entscheidung von den Unternehmen ja wiederzufinden. Ob es jetzt ein geplantes Projekt ist, wovon die Welt oder die Wirtschaft noch nichts weiß, du dann aber direkt praktisch bei dem Ideensprung einsteigst, ist hochkomplex, aber das macht es ja auch irgendwo spannend, weil nicht alles schwarz oder weiß ist. Bei einer Big Four zu arbeiten, die darüber hinaus eben noch die Nummer eins in der Steuerberatung ist, ist für mich Motivation und auch eine gewisse Ehre zugleich. Teil unserer Arbeit ist eben auch, dass wir nicht nur in unserer Tax-Bubble uns aufhalten, sondern darüber hinaus eben auch mit unserer Law-Praxis zusammenarbeiten. Aber auch mit der Consulting auf großen Projekten und auch teilweise mit der SAT, wenn es um irgendwelche großen Mergers, Acquisitions geht. Teaming ist groß geschrieben. Man nimmt sich für dich Zeit, es wird ganz viel in dich investiert, sodass einfach auch die fachliche Lernkurve wahnsinnig steil ist. Steuern sind so cool, weil es wirklich überall auf der Welt Steuern gibt. Es ist ein super internationales Thema, da ist viel Bewegung drin und es gibt noch super viel Potenzial für Technologie und Automatisierung. Und dementsprechend arbeiten wir eigentlich jetzt gerade auch als Pioniere im Rahmen von KI und Steuerrecht. EY ist die Nummer eins in der Steuerberatung in Deutschland und das war auch ausschlaggebend für meine Entscheidung.